Nach dem gestrigen Aprilstreich von Mojang mit diesem komischen Infinity-Snapshot kam dann heute am Donnerstag, relativ ungewohnt, dann doch noch ein brandneuer Snapshot raus und bringt endlich, was heißt endlich, bringt schon wieder ein brandneues Mob mit sich, was das Licht der Minecraft-Welt erblickt hat. Alles weitere gleich nach dem Intro, wie immer bewerten nicht vergessen und ganz viel Spaß, Freunde. Somit hey und willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute, wie man unschwer erkennen kann, gibt es wieder mal einen brandneuen Minecraft-Snapshot, lang ist es her, auf meinem Kanal GamingGuides.de. Gestern hatten wir ja diesen Aprilstreich von Mojang, brauche ich glaube ich nicht nochmal erwähnen. Dieser abnormale mit 2 Milliarden neuen Dimensionen, also genau genommen sind es noch mehr, weil jede Welt einen anderen Seed hat. Ich will es gar nicht weiter ausführen, aber ihr wisst glaube ich schon, wovon ich spreche. Und eben ist dann einfach mal ein, ja, ganz normaler, regelmäßiger Nether Snapshot wie in jeder Woche noch erschienen und bringt neuen Stuff auf jeden Fall mit sich. Es ist jetzt der offizielle Snapshot 20W14A und ja, wir haben ein brandneues Mob dabei, wie man hier schon links sehen kann, die sogenannten Zoglins. Dazu kommen wir aber gleich. Jetzt gibt es weiter noch einige Änderungen mit den neuen Mobs, die Striders. Da habe ich ja leider kein Snapshot-Video zu geschafft letzte Woche, aber da gibt es auch nochmal eine kleine Änderung. Gucken wir uns gleich etwas genauer an und alles, was noch so geändert wurde. Wie immer, meine Pflicht, wie in jedem Video. Heute gehen Grüße raus, einmal an den Lukas Heinrich und einmal an den Decki oder die Decki, ich hoffe es ist die Decki, beide waren die 163. Liker, einmal deine Videos sind sehr cool, vielen, vielen Dank mein lieber Freund und wann kommen die Server auf PlayStation 4, gute Frage, frag mich was leichteres, ich könnte jetzt glaube ich alle möglichen Rätsel der Welt lösen, außer dieses Rätsel, wann die Server auf die PlayStation 4 kommen, es tut mir leid, dass ich dazu keine genauen Angaben machen kann. Auf jeden Fall, Grüße gehen raus, auf jeden Fall an euch beiden, vielen, vielen Dank für eure, ja, netten Worte, mehr oder weniger, an Lukas auf jeden Fall und ja, solltest du im Lost auf des nächsten Videos gelangen wollen, ich glaube, same prestige as every year oder every time. Ihr müsst einfach nur eure Like-Zahl in einem Hashtag packen und damit kommentieren. Des Weiteren, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu Minecraft zu verpassen. Egal auf welcher Plattform, was News angeht, würde mich sehr, sehr freuen, ihr Schnuckis. Und jetzt, let's go. Okay, die Pose ist ein bisschen, naja. Ja, wie eben schon erwähnt, haben wir ein brandneues Mob bekommen. Es ist nämlich so, ihr kennt ja alle noch die guten alten Hoglins, die sehen so aus. Dieses Mob im Nether, was man ja, alles klar, was man ja mit den Pilzen so ein bisschen nicht zähmen kann, also sie wollen dich ja trotzdem töten, aber man kann sie paaren mit den Pilzen und manchmal greifen sie sich dann doch nicht an. Also es ist noch ein bisschen relativ nicht friedlich, aber ihr wisst glaube ich schon, was ich meine. Jetzt kamen die sogenannten Zoglins dazu. Das ist praktisch die Zombie Fired-Variante von den Hoglins, die praktisch entsteht, wenn man einen Hoglin in die Overworld bringt. Das heißt, sollte sich ein Hoglin mal in die Overworld, also in die Oberwelt, in die normale Minecraft-Welt verirren durch ein Nether-Portal, dann wird dieser zum sogenannten Zoglin. Und die Zoglin, so steht es im Changelog, sind wesentlich aggressiver, also die greifen wirklich alles an. Wenn ich den jetzt hier freilassen würde, der würde jedes Mob in dieser Welt hier angreifen, außer natürlich Zoglin selber, und sind durchaus aggressiv. Man kann sie nicht füttern, man kann sie nicht zähmen, man kann sie nicht paaren. Sie sind praktisch einfach nur Badass Motherfucker, die alles töten möchten, was sie sehen. Also praktisch die Zombie-Fight-Version vom Hoglin, nur wesentlich aggressiver und ja, man soll sich auf jeden Fall, so steht es im Changelog, in Acht nehmen. Ich schätze mal, was Herzen angeht, also Lebensanzeige angeht, ist das eigentlich identisch, genauso wie Angriffsschaden. Einziger Unterschied, die droppen noch verrottetes Fleisch, macht natürlich Sinn bei einer zombifizierten Version eines Hoglins und ja, im Endeffekt einfach deutlich aggressiver. Ich kann euch das Ganze mal demonstrieren, wir lassen die beiden mal hier raus und jetzt gönnt euch einfach mal. Verstehe. Ach jetzt, der Zaun war noch im Weg. Ja moin. Hoppala, es tut mir leid, ich wollte nicht lang. So. Ihr seht schon, die greifen sich gegenseitig an. Zoglins greifen alles an. Dann haben wir hier noch ein paar mehr. Da ist noch ein kleines Baby. Hoglins. Ja, könnt ihr. Wie gesagt, es sieht auch wirklich sehr cool aus von der Textur. Also diese ganzen Stoßzähne da vorne, die links so rausgucken durch das, also zerfetzte Gesicht praktisch. Ist wirklich sehr cool. Finde ich nice. Und da hinten der Zoglin. Der gönnt sich noch das kleine Baby-Hoglin. Es tut mir leid. Ja, eine weitere Sache, die ich neben den Stridern, also auch dem neuen Mob, noch nicht angesprochen habe auf meinem Kanal, sind die sogenannten Leitsteine hier. Man kann sich ab sofort Leitsteine craften und dann mit einem Kompass auf ihn draufklicken. Und der Kompass zeigt dann immer zu diesen Leitsteinen. Das ist immer wirklich sehr, sehr praktisch, falls du dich mal verirren solltest im Nether oder halt auch in der Overworld, wenn du einen Spawn-Point nicht finden willst, sondern halt einfach die Stelle, wo dein Haus steht, wo du noch nicht drin schlafen hast, was auch immer, dann kannst du einen Kompass benutzen. Ich zeige das ganz einfach mal. Wir
wir haben hier den Kompass, der ist noch ein ganz normaler Kompass, zeigt auf meinen Spawn praktisch, im Nether dreht er jetzt natürlich komplett durch, aber sobald ich dann hier auf den Leitstein klicke, führt uns dieser Kompass halt immer zu diesem Stein. Ich kann mich mal drehen, ihr seht es unten rechts. Dieser Kompass führt mich jetzt immer zu diesem Stein hier, solange ich ihn abbaue, also nicht abbaue oder auf einen anderen Leitstein klicke, führt er mich hierzu hin. Jetzt was einzige, was in diesem Snapshot hier neu dazugekommen ist, man kann diese Kompasse? Ich hoffe, das ist die Mehrzahl, ab sofort mit Flucht des Verschwindens verzaubern. Jetzt fragt sich natürlich jeder von euch, okay, warum sollte man das tun? Ich glaube, das macht eigentlich nur Sinn auf irgendwelchen PvP-Servern, wenn du jetzt zum Beispiel getötet wirst von irgendwem in irgendwelchen Game-Modus oder wo man halt wiederbelebt wird, dass der dein Haus oder dein Spawnpoint oder dein Geheimversteck nicht findet, falls du das irgendwie markiert hast, macht das schon Sinn. Inwiefern das jetzt noch Sinn machen sollte, dass man da Flucht des Verschwindens drauf macht, ich weiß es nicht, vielleicht findet man die in irgendwelchen Truhen oder mit den Piglins handeln, keine Ahnung, aber ich schätze mal, macht nur auf irgendwelchen Servern wirklich Sinn, falls du nicht möchtest, dass jeder oder jemand in die Hände oder an den Kompass von dir rankommt, falls du mal sterben solltest oder so. So, meine lieben Freunde, das hier sind die sogenannten Strider. Ich weiß gar nicht, wie heißen sie denn im Deutschen? Gibt es da schon einen deutschen Schreiter? Einfach nur Schreiter. Okay, ich sag Strider, hört sich cooler an. Ein neues Nethermob, nicht feindlich. Man kann sie reiten und als, ja, praktisch als Netherboat benutzen, um halt über die Lavaseen zu kommen. Also man kann Sattel draufschmeißen, wie hier jetzt zum Beispiel. Und dann mit Hilfe einer Angel, habe ich hier alles schon vorbereitet, mit einem Würpilz obendrauf, diese Dudes dann dafür benutzen, voranzuschreiten. Wenn wir jetzt mal hier draufklicken, ich kann den Dude jetzt mal füttern und dann wird er halt immer schneller. Also so sieht das Ganze jetzt aus, wenn uns ein Schreiter über einen Lavasee transportiert. Wirklich mega nice Mobs. In diesem Snapshot wurden die halt einfach nur noch ein bisschen ausbalanciert, sprich, ja, erstmal kann man sie halt mit dieser Angel jetzt hier praktisch füttern. Also die Angel hat jetzt 100, ich sag mal, Damage Points. Und bei jedem Füttern wird logischerweise ein Damage Point abgezogen, bis sie irgendwann kaputt geht. Also wir können die wirklich, also es ist eine sinnvolle Variante, mit Stridern über die Lavaseen zu reisen. Man kann sie, glaube ich, auch mit an Land nehmen. Das testen wir jetzt gerade mal ganz, sorry, mal ganz kurz. Wenn man jetzt mal irgendwie hochkommt, jetzt ist ja leider kein ebener Boden. Aber man kann sie auch mit an Land nehmen. Ich kann ja einfach in den Lavasee hoch. Da sehe ich natürlich deutlich langsamer als in Lava. Obwohl, ja doch, das schon. Hier ist jetzt Seelensand gewesen. Deutlich langsamer. Aber trotzdem finde ich die sehr cool, die Feature. Also es ist wirklich schon sehr, sehr lustig. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, sie wurden jetzt einfach ein bisschen verschnellert, weil im letzten Snapshot, sofern man nicht an einem Blockrand war, wo sie abnormal schnell waren, waren sie sehr, sehr langsam. Jetzt lohnt es sich auf jeden Fall, mit diesen Stridern über die Lavaseen zu reisen. Mega nice Sache, Alter. Ja, ansonsten gibt es noch jede Menge Bugfixes, irgendwelche, ja, ich sag mal, technischen Änderungen, die vielleicht ihr liebes Sparky erwähnt. Einfach da morgen früh am besten mal bei ihm vorbeischauen. Da wird er ja auch seine Snapshot-Vorstellung hochladen. Grüßt ihn lieb von mir. Und ansonsten ist nicht großartig viel, was Gameplay-Changes jetzt angeht, dazugekommen. Trotzdem, mega cooler Snapshot. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Was sagt ihr zu den Sorglins? Eher unnötig oder macht das Ganze Sinn? Ich finde sie mega nice. Auch die Textur vor allem finde ich super cool. Schreibt aber eure Meinung gerne, wie gesagt, unten in die Kommentare. Lasst doch gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, würde mich sehr, sehr freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Abend, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.